Druckerhersteller, der vor allem im professionellen, im Bürobereich zu Hause ist. Was unterscheidet einen OKI-Drucker von den normalen Consumer-Geräten? Ja, ich denke, da ist ein Riesenunterschied zwischen professionellen und Consumer-Geräten. Es geht zum einen auch um die Anwendungen und sprich auch um die Anforderungen, die ein Heimnutzer hat oder ein Professioneller. Das unterscheidet sich zum einen meistens in den Druckvolumina, sprich wie viel drucke ich aus, brauche ich Schwarz-Weiß-Drucke, brauche ich Farbdrucke und natürlich auch dann schlussendlich im Service, in der Serviceleistung. Sprich, ist mir Service wichtig, habe ich ein Bring-In-Gerät heute, das ich irgendwo zu einer Abholstelle oder Bring-In-Stelle bringe. Auf der anderen Seite braucht ein professioneller Anwender, der hat jetzt nicht unbedingt die Zeit, dass er seine Arbeitszeit verwendet, sich irgendwo anzustellen, sondern der braucht einen Service vor Ort. Und das bieten wir auch. Und natürlich ist das Thema der Beratungsleistung. Wenn ich heute in einen Großmarkt gehe und mir ein günstiges Gerät kaufen möchte, dann ist das vielleicht okay, aber auf der anderen Seite bekomme ich da nicht die Beratung, die mir als professioneller User wirklich hilft, meine Prozesse zum Beispiel zu optimieren im Druck- oder Kopier- oder Scan-Bereich. In der Drucktechnologie hat es ja sehr viel getan. Ein Alleinstellungsmerkmal von einem OKI-Druckern ist ja die LED-Technologie. Ja. Worum geht es dabei genau oder was kann die sozusagen in der Vordarstellung? Also die LED-Technologie ist ja eine Entwicklung von OKI. Wir haben damit schon sehr früh gestartet, das war Ende der 90er Jahre, wo wir LED-Technologie gebracht haben. LED, die Technologie basiert auf den Vorteilen, dass wir es geschafft haben, damit wartungsfreie Geräte zu etablieren und zu entwickeln. Auf der anderen Seite aber auch Minimierung von Papierstaus, weil wir gerade Papierwege haben. Wir haben neue Formate gebracht, wie A3+, eben zum Beispiel für Grafiker, die wir haben. Und vor allem das Service, das wartungsfrei ist natürlich das Thema. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch natürlich noch die Farbqualität. Also die LED-Farbdrucker haben einfach eine brillante Farbqualität, die auch unsere Kunden heute sehr schätzen. Die Drucktechnologien in den letzten 10 Jahren haben sich das so entwickelt, dass man sagt, okay, Duplexdruck war natürlich wichtig, das beidseitig zu bedrucken. Also nicht, auch Green IT ist dann als Thema gekommen. Heutzutage sprechen wir häufiger über das Thema eben auch Software auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich die Hardware entwickelt. Wenn wir sagen, mit unserer eigenen Forschung und Entwicklung in Japan haben wir vor ein paar Jahren Weißtonerdrucker entwickelt. Das heißt, ich kann auch einen weißen Toner auf Papier auftragen. Dann später ist gekommen eine 5-Farben-Maschine, wo ich 5 Toner drinnen habe, zu den Zinkfarben eben dazu weiß oder glossy. Wieder eine neue Anwendungsmöglichkeit. Eines unserer jüngsten Babys sind die Neondrucker geworden, wo ich Neonfarben heute drucken kann, die wieder sehr trendig sind. Diese Beratung, also sich am Anfang zu überlegen, wie sind meine Druckvolumen, was brauche ich für Funktionen, das passiert im Fall von OKI vorwiegend über Fachhändler. Ja. Wie ist da der Onlinehandel zu sehen? Macht es dann überhaupt Sinn, so ein Gerät online zu kaufen? Also wir haben, OKI hat verschiedene Fachhandelspartner, das heißt wir haben unsere stationären Fachhandelspartner und auf der anderen Seite gibt es auch sogenannte E-Commerce-Partner. Diese E-Commerce-Partner, ich nehme an, da werden heute hauptsächlich auch Geräte gekauft in unserem untersten Preissegment. Da sprechen wir von eben circa diesen 100-Euro-Geräten. Ja. Diese Geräte werden dort sicher häufiger gekauft. Aber sobald es in der Geräteklasse nach oben geht, werden die Kunden eher dann schauen, eine professionelle Beratung hier stationär zu bekommen. Ein Thema im Offline- oder auch im Online-Handel ist natürlich immer der Preisvergleich, ja, wo auch sehr viele professionelle Nutzer sich daran orientieren. Da sind jetzt zum Beispiel in Deutschland und in Österreich die Druckerpreise relativ unterschiedlich. Wie kommt das zustande? Ja, das ist ein leidvolles Thema, das wir in Österreich schon sehr lange leider mit uns tragen, da wir eine der höchsten Urheberrechtsabgaben haben, die sogenannte Copyright Fee, die wir hier abführen müssen. Ich drucke jetzt viel, weil jetzt habe ich gerade viele Präsentationen ausgedruckt, viele Rechnungen gedruckt und plötzlich stehe ich vor der Situation, dass ich mir neue Tintenstrahlpatronen kaufen muss und komme dann drauf, die kosten eigentlich viel mehr als das Gerät, das ich zuvor gekauft habe. Da kommt natürlich meistens dann Unmut auf.
kenne ich aus eigener Erfahrung. Wie kann man aber dem entgegenwirken? Dem entgegenwirken kann man, indem ich mir vor der Kaufentscheidung schon überlege, wie viele Seiten werde ich circa im Monat mono schwarz-weiß drucken oder wie viele Seiten werde ich in Farbe drucken. Weil ich mir dann über die Laufzeit des Gerätes, unsere Drucker sind auch sehr langlebig, ja, also 5 Jahre plus, wenn man so will, und da lohnt es sich auf alle Fälle dann ein teureres Gerät anzuschauen. Mobility, ja, wir haben jetzt alle unsere mobilen Arbeitsplätze, wir haben Tablets, wir verwenden Smartphones und man möchte auch diese nutzen können, um die Geräte in seine Arbeitsprozesse mit einzubinden. Und wenn ich heute zum Beispiel ein Architekt bin, habe ich ein Tablet, kann mir da draufschreiben, was der Kunde haben möchte, und kann sofort auf Senden drücken zum Beispiel und das kommt in meinem Büro dann an, wo schon der nächste Mitarbeiter sitzt und zum Beispiel daraus ein Angebot erstellen kann. OKI ist ja ein internationaler Konzern mit Headquarter in Japan und die Niederlassungen eben weltweit, die Vertriebs- und Service-Niederlassungen weltweit aufgestellt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich bei OKI am 2. Mai 2004 eingestiegen bin. Und vom ersten Moment an bis heute ist es aber, bleibt spannend. Das heißt, es natürlich interessiert mich Technologie. Ja, das heißt, und OKI ist ein Unternehmen, das ständig sich weiterentwickelt und neue Technologien bringt.